Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art. Ja, ihr seht schon, ich habe nichts hier verändert bei mir. Ich sitze die ganze Woche auf meinem Stuhl. Und zwar wollte ich, ja, mal etwas anderes machen, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Nämlich heute ist etwas per Post gekommen, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, schon ein paar Tage. Ja, ich denke mal, ihr wisst nicht, was es ist, weil ich es nirgendwo angekündigt habe. Ja, ich würde sagen, ich wechsle jetzt einfach mal die Kameraperspektive und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier eine schön große Box. Ja, hier steht Amazon drauf, das ist nur so ein Aufkleber. Hier drunter könnte ich vielleicht schon entziffern, Wawa, wenn der Fokus mal drauf bringen würde. Ja, ich habe jetzt hier oben keine Schere. Ja, ich mache das jetzt mal mit Minecraft-Schwert. Ich hoffe, ich kriege das hin. Nö. Schraubenzieher. Ah, geht doch. So, genau. Den Aufkleber würde ich eigentlich gerne mal abmachen. Eine Ewigkeit später. So, ihr seht hier schon Wawa. Ja, das könnt ihr... Kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Ist, glaube ich, auch eine Marke aus Amerika. Ja, ich weiß schon, was da drin ist. Ihr nicht. Ich bin auch relativ gespannt, ja, wie das jetzt wirklich aussehen wird. Ich habe das in ein paar Videos schon gesehen, was den Inhalt, sag ich mal. Steht hier. www.wawa.com. Ja, hier die Rückseite. Und, ja, hier auch nochmal Wawa. So. Hier ist noch so ein Aufkleber, den wir mal wieder mit dem Schraubenzieher wegmachen. So. Und dann können wir die Box auch schon öffnen. So. Zack. So, wir sehen erstmal nichts. Ja, das war mir eigentlich schon klar, dass hier irgendwas drüber ist. Eine sehr schön verpackte Box. So, wir werden jetzt gemeinsam die Folie hier abziehen und dann sehen wir, was sich drin befindet. Und jetzt hat es auch, denke ich mal, hier schon jeder gesehen. Ja, es ist eine Tastatur. Ja, von Wawa. Wer hätte es gedacht? Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum machst du ein Unboxing zu einer stinknormalen Tastatur? Werde ich euch gleich erklären. Auf jeden Fall prüfen wir jetzt erstmal den Inhalt. So, wir haben jetzt natürlich hier erstmal die Tastatur und ja, so ein kleines Zettelchen. Thank you steht hier drauf. Also danke. So. Was ist das Besondere an dieser Tastatur? Ich zeige euch mal ganz kurz. Die klickt so schön. Ach, schön. Ich liebe dieses Klicken, Leute. Ehrlich. Echt cool. So, wir holen die jetzt mal vorsichtig hier raus und dann zeige ich euch gleich, was die noch so kann. So, was ist hier drunter? Ach so, noch so ein Teil, damit kann man die Tasten rausholen. Auch ganz nice. So. Nehmen wir hier raus. Auch ein sehr schönes, also so in so einem Leder, so ein Kabel. Schön verpackt. Und hier drunter noch das Wawa-Logo. So. Gut, den Karton können wir eigentlich wegpacken. Amazon-Link zu der Tastatur ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Also falls ihr daran interessiert seid, könnt ihr euch die da gerne bestellen. Ist jetzt nicht die größte Tastatur. Ich liebe dieses Geräusch. Ach, ist doch schön. So, von unten sieht das Ganze so aus. Hier so ein kleines... Ach, da kann man, glaube ich, die Dingens, die Kabel durchtun. Ich schmeiß erstmal den hier. So. So. Gut. So. Ja, dann machen wir mal diese Teile von dem Kabel hier ab. Tut mir auch leid für die nicht so perfekten Lichtverhältnisse. Aber ja, ich kann euch nachher mal ein Bild zeigen, wie das aussieht, wie ich das hier platziert habe. So, ein sehr langes Kabel. Ich werde erstmal meine normale Tastatur ausstecken und dann die Wawa-Tastatur einstecken. So, da bin ich wieder hier oben und die Wawa-Tastatur ist eingesteckt und ihr seht schon, die leuchtet so. Das sieht man jetzt schlecht, deswegen mache ich mal kurz das Licht aus und alles Mögliche, auch Softbox und alles, damit ihr mal das Leuchten so schön sehen könnt. So, boah, das sieht doch schon echt cool aus, Leute, oder? Das müsst ihr doch mal sagen. Das sieht wirklich cool. Ich mache mal meinen zweiten Bildschirm aus. So, jetzt ist wirklich alles cool. Das ist doch echt cool, Leute, oder?
Das leuchtet doch cool. So, und jetzt gucke ich mal. Da gibt es nämlich... jetzt habe ich natürlich... Jetzt ist ja, glaube ich... Ich weiß auch nicht, ob da eine Bedienungsanleitung dabei ist. Kann man irgendwie... wie ging das nochmal? Ja, doof jetzt. Jetzt weiß ich das natürlich nicht. Ich muss mal gerade die Steuerung rausfinden. Ah, jetzt habe ich's. So, jetzt haben wir einmal das hier. Ja, der fokussiert das jetzt natürlich nicht richtig an. Ist natürlich blöd, aber ich denke, ihr wisst, was das hier sein soll. So ein Snake-Teil. So, jetzt nur mal gucken. Jetzt sehe ich natürlich nicht viel. FN und F11. Ah, es leuchtet selber nur. Ah, und wechselt so die Farben. Okay, interessant. F11 und F8. Das war dieses Snake. Und das habe ich in einem Video gesehen. Und das ist mein absoluter Favorite. FN und F7. Aufgepasst. Ey, das ist doch mal geil, Leute, oder? Das ist doch absolut geil. Geil, einfach geil! Ich mache nochmal den hier rein. Das ist so ein, ja, dann leuchten halt einfach random welche. Finde ich auch ganz cool. So, dann FN, F12 ist nichts. FN, das hier ist auch nichts. FN, F9. Oh, das ist jetzt, das habe ich hier was aktiviert bei, OBS, deswegen hat es nicht funktioniert. FN, das hier ist, genau, einfach nur leuchten. FN, F9 ist das random. FN, F8. Ist dieses Snake. FN F7 ist mein Favorite. FN F6 ist genau dieses Leuchten einfach nur. FN F5. Okay, da leuchten einfach irgendwelche. Okay, interessant. Kann man auch mal machen. So, leuchtet einfach nur so. F12 ist sowas. Keine Ahnung. Dann F11 war das hier. Es springt dann einfach nur so langsam über. Grün, blau. Ja, sehr cool. Dann FN, F10. Oder genau dieses. Ja. Und ich denke, jetzt wisst ihr alle, ja, was die Tastatur so kann. So, Leute, wie schon gesagt, das war's jetzt mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dieses Unboxing cool fandet und ob ihr mehr davon sehen wollt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Danke für euren Support. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.